Herzlich willkommen, Leute, zurück zu einer neuen Folge von Frenbo. Mein Name ist Echo, das ist Mr. Midnight. Wir sollen jetzt hier ein Stück Kohle suchen, gehe ich mal stark davon aus. Und ich habe noch in der letzten Folge gesagt, wo zum Geier war die? Oder gefragt, wo zum Geier war die? Ich weiß das echt nicht mehr. Irgendwo habe ich hier wirklich Kohle gesehen. Und da hat sie noch so einen Spruch dazu abgelassen. Ja, ich habe damit in der Auffahrt gemalt. Und wo war diese verdammte Kohle? Im Schloss selber war das nicht. Oh Gott, ey. Wo war die Kohle? Oder war die doch hier drüben? Ich habe ja noch in der letzten Folge raushören. Jetzt guckt erstmal, wo da. War das vielleicht doch hier? Nee. Hier waren wirklich nur die Klamotten von Fran. Oh, da ist der Kristall drin, ne? Warte nochmal, kurz nochmal raus. Können wir den Kristall rausnehmen? Mein Kitzen hat das repariert. Ich lasse es einfach hier. Okay. Also können wir das nicht rausnehmen? Warte, aber vielleicht können wir was hier mitnehmen. Scheiße. Nee, können wir nicht. Okay. Okay. Die Insel ist klein. Okay, können wir jetzt so nicht zwei Tiere machen. Oh, Leute, wo war die Kohle? Kohle, 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 Kohle. Oh, eine Angel. Wie sehe ich das jetzt? Oh, eine Angel. Ist scheinbar kaputt. Wieso? Was fehlt? Da fehlt ein Haken und die Angelschnur ist zu kurz. Okay, ist schon mal gut zu wissen. Hätte doch nochmal gelohnt, hier rein zu, hier nachzugucken. Ja, das ist, weil wir dem Typen die Angel geklaut haben. Beziehungsweise das Schiff so rum. Mit Schnee und Eis bedeckt. Damit kann ich nicht segeln. Vor allem segeln. Jetzt kann der Typ nicht mehr angeln. Mensch, wo war denn das mit der Kohle? War das hier? Nee. Da habe ich auch nur jetzt so dran rumgedreht. Die Kohle hat man da einfach so rumliegen sehen, dächte ich. Oh Mann, Neko. Streng mal deine Kackbirne an! Naja, weiße Spitze, das hatten wir bereits. Oder warte mal, war bei dem Zauberer? War da die Kohle? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn schon einige jetzt irgendwie so gedacht haben, Mensch, du Vollhonk! Die Kohle war ja drin! Und die Kohle ist nicht hier drin. Doch, hier. Wusste ich's doch. Ah, Kohle. Ich habe immer auf der auf... Ja, dann nimm's doch mit. Das ist doch... Ist es kalt? Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Oh, da ist damit der Schmied gemeint. Das Metall. Na, es brennt ja nicht lichterloh, wenn du so willst. Komm näher, Fran. Ich habe, was du verlangst. Ich habe, was du suchst. Alter. Mami? Bist du das, Mami? Meine geliebte Tochter, komm näher. Ich will dich spüren. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Das kannst du nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mami. Lass mich in Ruhe.
mein Liebling. Das große Monster wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Mami, du machst mir Angst, Mami. Hör auf, bitte. Alter Finne. Das war jetzt schon krass irgendwo. Im Sommer sind die jetzt hier gewesen. Entweder die Kohle oder wirklich das Eisen. Das Metall sieht toll aus. Okay, tschüss. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich schon etwas gesagt. Ich bin kalt, wenn du mich benutzt, dann brenne ich lichterloh. Mal, kann man hier, war doch eben noch irgendwas? Oder bezieht sich das bloß da drauf? Okay. Ich bin kalt, eiskalt. Ach, guck mal, der hinterlässt Spuren, das sehe ich erst jetzt. Wie cool ist das denn? Ach, Nase juckt. Das ist ekelhaft. Das hat mir eigentlich auch schon angeklickert. Lecker, Früchte und Gemüse. Alles so lecker und toll aus. Hallo Selma. Nochmal singen. Kannst du das Lied nochmal für mich singen? Oh ja, kann ich. 1 und 1 sind 2, 1 und 2 sind 3. 2 und 3 sind 5 und 3 und 4 sind 8. 3 und 5 meine ich. Das war's. Oh, danke, tschüss. Okay. Was bringt mir das jetzt? Wenn ich nochmal gegen ihn spiele, kriege ich nochmal Gold. Hallo nochmal. Möchtest du nochmal spielen? Achso. Hallo nochmal. Möchtest du nochmal spielen? Ja. Ja, bitte. Das war lustig. Ja, kriegen wir denn dann nochmal Gold oder wie? Mist. Ah, und er hat gewonnen. Scheiße. Haha, jetzt hab ich ihn. Jetzt habe ich mir mal seine Taktik abgeguckt. Okay, werden wir finden. Nee, ich will nicht. Sehr gut, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Das hatten wir ja alles schon. Okay, eine Goldmünze. Ich habe eine Goldmünze. Würde das hier irgendwie dazu passen? Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ich bin kalt, so kalt. Hey, wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Ja, okay, das ist klar. Das ist Zitrone. Aber was ist kalt? Nur noch mal kleines Wesen, ich hoffe, du findest bald deinen Heimweg. Ich glaube, ich habe die Stimme schon wieder nicht mehr im Kopf. Tick-Tack, Tick-Tack. Hat er noch was zu sagen? Da geht von den Kursen viel Spaß. Frau Raupe. Oh, guck mal, jetzt war es richtig. Hallo Mensch, sag deiner Welt Hallo, wenn du dort bist. Natürlich. Ananas. Frisch und saftig Ananas, Melonen. Babywurzeln, Orangen. Schwere Lasten. Hier passiert nichts. Okay, ich weiß, ich kann jetzt nochmal zum König, mehr oder weniger. Oder hier vielleicht Stoffe? Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Stoffen. Man kann so viele Stoffe in einer Kiste. Gut, Faden und Stoff. Ein guter Tag für Stoff und Faden. Zu den Diensten. Wieder Scheißekäfer. Hallo? Hab ich da mehr? Maja. Vor allem, du hast 4 Augen. Poppers, Blubbers. Sieht aus wie Kokosnüsse, ja. Das hatten wir alles schon. Es ist sammlich. Okay, können wir die Scheiße mitnehmen? Nee. Leider nicht. Aber wir können ja nochmal trotzdem zum Thronsaal gehen. Oder hat er vielleicht noch irgendeinen Plan? Ich wollte nicht stören, es war nichts. Tschüss. Ist der König.
Ah, hier ist die Bibliothek, da kommen wir... Ah, die Bibliothek. Da kommen wir doch, glaube ich, bloß im Winter rein. War das nicht so? Oder im Herbst oder so ähnlich? Hm. Okay, hier oben schneit es nie. Also schneit schon, aber es liegt kein Schnee, meine ich. So, jetzt müssen wir doch hier reinkommen, oder nicht? Du wolltest stehen bleiben. Hast du das Passwort? Oh nein, welches Passwort? Die Bibliothekspasswort natürlich. Du brauchst es, um reinzukommen. Ich wusste nicht, dass ich ein Passwort brauche. Natürlich brauchst du ein Passwort. Ein bestimmter Zauberer kann dir helfen. Hm, okay. Mal sehen, ob ich das Passwort finden kann. Tschüss. Oh, jetzt können wir zum Zauberer hoch, oder was? Leck mich doch am Arsch. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man das alles schon hätte früher irgendwie machen können, aber woher willst du denn das wissen? Und dass man die nicht anquatschen kann. Beziehungsweise, dass es jetzt eigentlich gerade gar nicht springt. Vermute ich mal. So, können wir dich anquatschen und fragen, was so Sache ist. Können Sie mir das Rätsel erklären? Oh, ich will das Passwort! Der Hut von einem Zauberer. Ich frage mich, wessen das ist. Ich habe das Skelett mit Zylinder schon mal gesehen. Ah, stimmt. Da war ja was. Vielleicht ist es seiner. Vielleicht ist das Skelett ein Zauberer. Mhm. Warte mal, hier drinnen mal mit... Ach. Okay, da passiert aber nichts. Da kommen wir denn einfach bloß nicht raus, okay. Ich komme nicht raus, solange das im Weg ist. Konzentrieren wir uns auf die Rätsel, Fran. Ich kann dir immer helfen. Puh, das sehe ich, wie du mir hilfst. Super hilfst du mir. Jetzt haben wir auch noch eine Angel. Mal, passiert jetzt im Winter irgendwas anderes? Nö. Können Sie mir die Rätsel nehmen? Oh Gott. Nein, danke. Aber die Feder, die, das ist doch richtig, die Feder. Oder nicht? Palantras fehlt. Man kann die nicht irgendwo anders nehmen. Ah, okay. Das kann aber nicht richtig sein. Och Gott. Ach. 1, 2, 3. Müssen 3 so eine Punkte sein. 1, 2, 3. Leicht und hohl. Ich muss also die Rätsel lösen und meine Antwort auf die passende Stelle auf den Stern legen. Ja, ich schaff das. Die Antworten können ja sein als gedacht. Das ist mein Heimweg. Ja, aber die... Das ist doch eine Feder. Ich bin nicht clever genug. Hm. Ich war gerade 20 Teilchen. Ja, das hatte ich mal noch überflogen. Ach, hier, guck mal. Jetzt wird man blättern. Ja? Ach, guck mal. Sind das Buchstaben? Sie klingen komisch. Oh, ich mag die Maske. Okay. Der große Valokas ist eine relativ primitive Licht. Primäve, meine ich. Valokas Schild. 5000 Katzen. Okay, hier schreibt er von dieser Reise scheinbar. Hm. Leider bin ich jetzt noch nicht weitergekommen. Das verstehe ich nicht, aber ich erkenne einige Symbole. Warte mal. Achso, es geht so gar nicht. Okay. Schade. Hm. Eigentlich war jetzt ja Kohle geplant, dass ich halt Kohle suche. Mit Kohle, negativ. Ich bin kalt, eiskalt, oder was stand da nochmal? Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Was ist denn noch kalt und brennt? Stroh?
komme ich jetzt gerade nicht dahinter, muss ich sagen. Oh. Arme Blume. Sie sieht müde aus. Es würde sie darauf warten zu blühen. Oh, okay. Diese Blume blüht sehr langsam, denn im Herbst. Ah. Oh, die Blume ist wunderschön. So anders als die anderen. Autsch, sie hat Dorn. Das nenne ich mutig. Ich bräuchte auch Dorn, um dem bösen Monster weh zu tun. Einfach mal probieren. Ah, sieh mal in der Schau. Die rote Blume, wie warme Liebe. Ach, warte mal, ist das... Ist fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, lass deinen Körper durch... Nee, steigende Strömung tanzen? Eine rote Blume, sie riecht komisch. Eine rote Blume? Ach du Kacke, was könnten wir jetzt mit einer roten Blume machen? Ich habe null Plan. Genauso wenig, was ich hier machen soll. Tja. Scheint nicht des Rätsels Lösung zu sein, bis jetzt. Ich glaube nicht, dass die Arme so kreuz und quer hängen müssen. Aber ab und zu leuchten mal die Augen hier, siehst du das? Wow, was für ein riesiger Wodaka, aber ist nicht echt. Hier sagt sie über dasselbe. Aber ich achte jetzt nochmal ein bisschen mit auf die Augen. Die flackern einfach bloß, mehr nicht. Hat das irgendwas mit diesem Pfeil hier auf sich? Kann ich das überhaupt noch bewegen, wenn es kalt ist? Aber ich kann dir immer helfen. Ich sehe, wie du mir hilfst, Kätzchen. Ich würde den gerne anquatschen, aber das geht nicht. Ich bin kalt, so kalt. Genauso das mit den Zitronen. Ich denke mal, wir müssen da irgendwas reinlegen. Damit der Korb voll ist. Wieso macht er eigentlich Geräusche als Geist? Oh, ein Korb, er ist leer. Würdest du gerne mit mir warten? Oh, ich kann nicht, ich muss nach Hause. Oh, nach Hause, du bist zu Hause, mein Freund. Das Universum ist dein Zuhause. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Bäh, was riecht hier so? Oh, ups. Meine Pupser, damit die Dunkelheit mich nicht heimsucht, weißt du? Was? Das ist aber seltsam, ich sehe gar keine Dunkelheit. Oh mein Gott, der ist wirklich schlimm. Naja, ich muss los. Das ist gut. Aber wenn er das nicht wäre, würde ich... was würde er nichts tragen? Ein kleines Loch reinschneiden. Kätzchen, ich werde etwas tun, verhalte dich ganz normal. Total unauffällig. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Cool, das können wir also noch in dieser Folge, können wir das noch machen. Los, kommt schon, Leute. Oh, der Korb, leider. Jetzt müssten ja so einige oder wenigstens eine rausfallen. Juhu, ich freue mich. Oh, eine heruntergefallene Zitrone. Ich glaube, die behalte ich. Oh, endlich. Jetzt haben wir definitiv also so ein Stein-Dingens-Gedönse. Gehen wir also gleich nochmal hier hoch zum Berg. Oh, doch noch was geschafft. Oh Gott, ey. So, aber jetzt bin ich ein bisschen fies. Für die Leute, die neugierig sind, und mache hier einen kleinen Cut und sage, wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Frenbo. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Seid es also auch. Ich verabschiede mich und sage, haut rein, fahrt bis auf ein Auto. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüssili.